Lightroom oder Lightroom Classic? Welches Programm nutze ich eigentlich wann? Beziehungsweise wo sind die Unterschiede? Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Schauen wir uns doch einfach mal am Anfang beide Versionen einfach mal an. So sieht Lightroom Classic aus und das Lightroom, also das Standard Lightroom oder das normale Lightroom, also Standard würde ich es jetzt nicht sagen, sondern es ist eher das neuere Lightroom, das sieht so aus. Also relativ ähnlich, man hat hier in der Mitte ja auch die Bilder, es ist ein relativ ähnlicher Aufbau. Man hat hier auf der rechten Seite dann auch die ganzen Funktionalitäten zur Bildbearbeitung und vieles mehr. Ich möchte dir aber jetzt einfach mal kurz erzählen, was eigentlich der wirkliche Unterschied zwischen diesen beiden Programmen ist. In Lightroom Classic, in dem wir jetzt wieder drin sind, gibt es insgesamt ein paar mehr Funktionen. Und die begründen sich vor allem darauf, dass wir in Lightroom vor allem Bilder nur entwickeln wollen. Das heißt, dort geht es hauptsächlich um die Bildbearbeitung. Während man hier in Lightroom Classic noch mehrere Funktionen hat, wie zum Beispiel eine richtige Bibliothek, da kann man also richtig profimäßig Bilder verwalten. Das geht in dem Lightroom nur, ja, ich würde mal sagen, standardmäßig. Also da kann man jetzt nicht ganz so viele Funktionen aufrufen wie hier in Lightroom Classic. Und wir haben hier noch weitere Funktionen. Wir können uns eine Karte anschauen, wir können ein Buch, ein Fotobuch erstellen, wir können Diashows erstellen, wir können Webgalerien erstellen, wir können die Bilder direkt drucken und vieles mehr. Das hier ist vor allem auf den Desktop ausgerichtet, diese Version. Also Lightroom Classic ist für den Desktop ausgerichtet und Lightroom ist eher für das Handy, für das Smartphone oder auch für das Tablet ausgerichtet. Trotzdem gibt es auch das neue Lightroom, auch für die Desktop-Variante für den Rechner. Die habe ich dir ja gerade eben schon gezeigt. Der technische Unterschied ist im Endeffekt jetzt erstmal, wie deine Dateien abgespeichert werden. Hier in dem Lightroom Classic ist es nämlich so, dass du deine Dateien lokal speicherst, zum Beispiel auf einer externen Festplatte, und dann kannst du die hier mit dem Katalog quasi verlinken und dann deine Bilder hier bearbeiten. Das neue Lightroom ist Cloud-basiert. Das bedeutet, deine Bilder werden in eine Cloud hochgeladen und du kannst von überall mehr oder weniger darauf zugreifen, sei es von deinem Smartphone, von deinem Tablet oder von deinem Computer. Das hat viele Vorteile, aber natürlich auch einige Nachteile, denn viele Leute möchten nicht, dass ihre Fotos in eine Cloud hochgeladen werden, wo sie die nicht wirklich selber steuern können. Bei dem Lightroom Classic ist es, wie gesagt, alles lokal. Das hat natürlich auch wieder so ein paar Nachteile. Du kannst eben nicht von überall drauf zugreifen. Du kannst mit sogenannten Smart-Vorschauen arbeiten, um mit geringerer Auflösung quasi auch deine Bilder zu bearbeiten, wenn jetzt deine Festplatte zum Beispiel nicht angeschlossen ist. Aber es ist halt etwas umständlicher. Das ist genauso dann auch, wenn es darum geht, dass du volle Auflösung haben möchtest bei der Bildbearbeitung. Das ist halt in dem neuen Lightroom so, dass du halt von überall auf deine volle Auflösung der RAW-Dateien zugreifen kannst. Und wenn du mit Lightroom Classic arbeitest und dann, wie gesagt, mit den Smart-Vorschauen arbeitest, dort ist die Auflösung dann eben nicht ganz so hoch. Der nächste Unterschied ist dann vor allem im Backup zu sehen. Wenn du ein Backup machen möchtest, dann musst du das bei Lightroom Classic manuell machen. Bei dem neuen Lightroom ist es automatisch. Das bedeutet, dadurch, dass es alles in die Cloud hochgeladen wird, gibt es dort auch natürlich immer standardmäßig ein Backup. Wenn es um die Bearbeitungstools geht, also gerade dann in der Bildbearbeitung, dann muss man sagen, ist Lightroom Classic dem neuen Lightroom schon deutlich überlegen. Es gibt immer mehr Tools, die auch jetzt in dem neuen Lightroom verfügbar sind. Aber wenn du dann zum Beispiel ins Maskieren reingehst, wenn du bestimmte Bildbereiche nur bearbeiten willst, da hat Lightroom Classic schon noch sehr, sehr viele Vorteile, muss man sagen. Und da ist das neue Lightroom bei weitem noch nicht auf dem Stand von Lightroom Classic. Also wenn es dir dann auch darum geht, deine Bilder noch etwas genauer zu bearbeiten, dann ist Lightroom Classic auf jeden Fall die richtige Wahl. Und der letzte Unterschied ist eigentlich das Fotos wiederfinden. In Lightroom Classic arbeiten wir dort mit Metadaten und mit Stichwörtern, die man selber eingeben kann. Bei dem neuen Lightroom ist es so, dass da Adobe Sensei dahinter steht. Das ist ja quasi so die künstliche Intelligenz, diese Engine von Adobe entwickelt, wo Bilder dann auch automatisch verteckt werden können. Das hat man in Lightroom Classic nicht. Dort macht man das quasi manuell, aber dafür hast du halt auch die volle Kontrolle darüber. Es gibt dann noch so ein paar Funktionen, die Lightroom
auch nicht besitzt, die aber Lightroom Classic besitzt, wie zum Beispiel Fotomerge. Das bedeutet, wir können hier HDR-Dateien erstellen, also High Dynamic Range-Dateien. Wir können Panoramen erstellen. Sowas funktioniert in Lightroom noch nicht. Insgesamt kann man also sagen, dass Lightroom Classic auf jeden Fall vom Funktionsumfang noch deutlich größer ist als Lightroom. Und daher würde ich jetzt mal behaupten, wenn du ein bisschen professioneller in die Bildbearbeitung einsteigen möchtest und deine Fotos auch verwalten möchtest, dann solltest du auf Lightroom Classic setzen. Wenn es dir eher darum geht, mal eine schnelle Bildbearbeitung zu machen, dann ist Lightroom die richtige Wahl für dich. Das war's mit diesem Video und ich hoffe, ich konnte jetzt etwas Klarheit reinbringen für diejenigen, die es noch nicht wussten, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Programmen ist. Wenn du Lightroom lernen möchtest, dann schau mal auf meinem Online-Store vorbei, www.stefanschäfer.de. Dort findest du sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Lightroom-User tolle Videotrainings, die kann ich dir nur empfehlen, sind halt meine. Und ich hoffe, dass du da auch noch eine Menge lernen kannst. Ansonsten hier auf YouTube gibt es auch noch unzählige Videos, die sind alle kostenlos. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, mach's gut. Ciao.